ein ganz vielfältiges Geschehen in einer Masse von Puppen. Puppen können natürlich leicht süßlich wirken, aber hier ist die Bildstimmung in eine ganz andere Richtung abgekippt. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich zur 8. Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Dieses Mal geht es wieder um ein selbstgemaltes Bild, ein Bild von mir. Und zwar habe ich das 2013 gemalt, Öl auf Leinwand. Und das Bild hat die Maße 1 Meter mal 80. Vom Malstil her würde ich sagen, ja, geht es ins Impressionistische. Die Farben sind eher verhalten. Also es dominiert ein mittelbraun, ja, kaffeebraun. Kaffee mit einem guten Schuss Milch, würde ich sagen. Das ist der Hintergrund. Und auf dem Bild, wie gesagt, sind ganz viele kleine Puppen zu sehen. Das Bild habe ich Reanimation genannt, denn Basis dafür war ein Foto, was ich gemacht habe vor vielen Jahren auf einem Flohmarkt in Bayern. Frühmorgens habe ich diese kleinen Puppen, ich glaube, die waren aus Bakelit, gekleidet, waren sie größtenteils in Weiß, mit ein paar Spuren, ja, rosa und hellblau, wie das eben so üblich ist. Und eine Puppe tanzt da zumindest vom Kleidungsstil und auch von der Größe her total aus der Reihe. Die kleinste Puppe in dem ganzen Ensemble trägt ein rotes Kleid. Nochmal zu dem Foto. Das Foto ist frühmorgens entstanden und die Sonne stand also noch tief. Es war ein wunderbarer Sommertag und die Puppen in diesem Kasten, in diesem Holzkasten, in einem, sah eigentlich aus wie eine Schublade, die warfen sehr scharfe Schatten. Das war so das Eindrückliche an diesem Bild. Und was mich, glaube ich, noch gereizt hat, war die Ordnung. Die auf den ersten Blick Gleichartigkeit dieser ganzen Puppen, also die hatten eine Größe von, ich würde mal sagen, maximal 5 cm, also Länge. Ja, dann beim näheren Hinschauen sah ich aber doch ganz viele Unterschiede. Ja, mich hat also diese Ordnung angesprochen, aber dann gleichzeitig auch im Detail die Unterschiedlichkeit, die Individualität in der Gruppe. Genau, Puppen an sich sind ja ein malerisch schwieriges Objekt, denn Puppen geraten auch ganz schnell oder da gleitet man sehr schnell so in die kitschige Ecke ab, wenn man sowas malerisch in Angriff nimmt. Und deshalb bin ich auch bei den Farben geblieben, die die Puppen wirklich auch im Original hatten. Also größtenteils bin ich dabei geblieben. Es dominiert wirklich ein Weiß und ansonsten ganz blasse Farben, abgesehen eben von diesem Braun im Hintergrund. Dann habe ich die Schatten, um den Drama-Faktor etwas zu erhöhen, in einem doch ziemlich dunklen Braun gemalt. Ich erinnere mich ganz dunkel dran, dass ich diese Schatten ganz zuletzt gemalt habe, um die Wirkung des Bildes wirklich zu verstärken. Ja, um eine Bildspannung
zu erzeugen. Die Spannung wird aber auch durch die Anordnung der Puppen erzeugt. Das Ganze wirkt sehr bewegt, obwohl die Puppen ja einfach nur da liegen. Aber sie weichen von der Richtung her leicht ab. Also sie kippen mal nach links, mal nach rechts so ein bisschen. Es liegt keine wirklich auf dem Kopf, sondern sie sind alle überwiegend aufrecht angeordnet. Und im linken Bildbereich löst sich die Ordnung etwas auf. Also die Puppenpackung wird etwas lockerer und da sind einfach nur weiße, ja, Stäbe zu sehen. Ich weiß selber nicht genau, was das damals war. Jetzt mit Abstand könnte man es auch für Knochen halten, tatsächlich. Von der Größe her kommt es natürlich nicht ganz hin. Ja, was mich beim Malen hier gereizt hat, wie gesagt, die Gleichartigkeit. Und das hat mich aber auch dazu herausgefordert, sehr schnell zu malen, um es für mich nicht zu langweilig werden zu lassen. Und es ist eben ein, also auch der Duktus ist sehr bewegt hier in diesem Bild. Und ich habe die hellblauen Akzente auch sehr locker, fast wie so, ja, Sonnenflecken auf diesem Bild verteilt. Und im rechten unteren Bildbereich ist diese kleine Puppe mit dem roten Kleid, die natürlich den Blick auf sich zieht, also die Andersartigkeit in dieser Gruppe, ist der Magnet in diesem Bild. Ja, es gibt auch Puppen, die liegen halb im Schatten. Die rechte Körperhälfte ist komplett im Schatten. Also dadurch erhält das Bild auch etwas Geheimnisvolles. Was mir lange Zeit überhaupt nicht auffiel, war die Zweideutigkeit dieses Bildes. Also mir fiel natürlich auf, dass das Bild nichts Kitschiges hat und auch, ja, tatsächlich etwas Dramatisches hat. Aber was das jetzt inhaltlich alles für Assoziationen bei anderen Menschen auslösen würde, das war mir eben noch nicht so klar. Das Bild hatte ich meine 2013 oder 2014 zum ersten Mal in einer Ausstellung hängen. Und da sagte eine Besucherin, ja, also das Bild, das würde sie sich überhaupt nicht aufhängen können. Das wäre ja total gruselig. Und ja, ich war etwas geschockt, etwas erstaunt und fragte sie dann, wie sie denn dazu käme, zu diesem Eindruck. Und sie meinte, ja, das sähe ja aus, als ob das lauter Embryonen seien. Man selber, wenn man selber Malerin ist, dann hat man eben zumindest nach, ja, kurze Zeit nach dem Entstehen des Bildes vielleicht noch nicht so den Abstand zu diesem ganzen Geschehen. Aber ja, also man kann natürlich, wenn man flüchtig hinschaut, kann man tatsächlich darauf kommen, dass es Föten sind oder Frühgeburten. Wobei man bei fast allen Puppen auch sieht, dass sie bekleidet sind und dass sie auch sowas, ich würde fast sagen, was Etabliertes haben. Ich habe das Ganze erstmal einfach nur so hingenommen, aber ich habe das Bild noch öfter in Ausstellungen gezeigt und da gab es ähnliche Reaktionen. Ja, das gibt mir natürlich zu denken. Es war sogar so, dass ich dieses Bild in einer Ausstellung, ich glaube, das war 2017, da durfte ich das zur Eröffnung hängen, aber ich musste es dann aus der Ausstellung entfernen, weil das Bild in Räumlichkeiten hing. Also es war, glaube ich, ein Flur und da mussten viele Leute mehrfach am Tag vorbeigehen und dieses Bild hat immer wieder negative Assoziationen
bei den Betrachtern ausgelöst, vielleicht sogar dazu geführt, dass Traumata wieder hochgekommen sind. Ich habe es natürlich dann abgehängt. Aus der heutigen Warte, ich habe das Bild ja noch im Original bei mir, aus der heutigen Warte überwiegt immer noch das Interessante, das nicht morbide und durchaus das Leben in diesem Bild. Also ich schaue mir das Bild, ja, auch wenn ich selber die Malerin bin, ich schaue es mir wirklich gerne an und ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz auf dieses Bild. Es hat einen Geheimnisfaktor, eine totale Lebendigkeit für mich. Und was mich auch so freut, ist diese kleine rote Puppe, also rot gekleidete Puppe, die da aus der Reihe tanzt und die, ja, von den anderen Puppen, es sieht so aus, als ob die anderen Puppen sie auch anfassen wollen, aber liegt da einfach so ganz stolz und erscheint fast so, als wenn sie ihr Ding macht. Ja, und die anderen Puppen, die nehmen auch untereinander irgendwie Kontakt auf, so sieht es aus, sie berühren sich irgendwie und manche liegen auch einfach nur so ganz relaxed da und einige sehen so aus, als ob sie weglaufen würden. Dann gibt es da welche, die haben ihre Beine so nach oben gestreckt. Das ist ein ganz lebendiges Geschehen, obwohl das ja wirklich ein Setzkasten war oder eben eine Schublade, wo die Puppen ganz relativ geordnet dem Publikum dargeboten wurden. Und weil es eben für mich diese Lebendigkeit hatte von Dingen, die ganz, ganz lange Zeit vielleicht irgendwo auf dem Dachboden gelegen haben, habe ich das Bild Reanimation genannt. Aber auch dieser Titel war eben eine Provokation. Reanimation setzt ja voraus, dass etwas wiederbelebt wird, etwas, was vorher schon mal tot war. Und damit habe ich natürlich komplett in diese Kerbe gehauen, in diese Kerbe geschlagen, der Interpretationsmöglichkeit, dass es totgeborene Kinder sind. Ich finde das sehr spannend, weil ich das Foto wirklich relativ naturgetreu oder realitätstreu einfach nur wiedergegeben habe. Das, was anders ist, ist dieser Strich, also natürlich der Duktus und die teilweise mangelnden Details in den Puppen. Also die Gesichter sind wirklich nur ganz, ganz, ganz schwach angedeutet. Aber man kann klar erkennen aus meiner Sicht, dass es Puppen sind, aber trotzdem kippt die Bedeutung anscheinend so sehr. Also das Bild, das scheint wirklich so eine Art Gratwanderung darzustellen. Ich habe das für mich immer noch nicht ganz geklärt, wie das wirklich zustande kommt, wie diese ambivalente Stimmung so zustande kommt. Ob das wirklich nur diese starken Schatten sind, die dazu beitragen oder was das noch ist. Ob es diese dumpfe Farbigkeit auch ist, diese Farbe von organischem Material. Ich kann das noch nicht so ganz fassen. Das Bild, also das habe ich auch jetzt erst festgestellt, das passt ganz gut in eine Reihe, die ich damals gemacht habe. Mich haben damals Massenphänomene interessiert. Also wie verhalten sich Menschen in Massen oder Objekte auch in Massen? Wie entsteht aus einer Ordnung relativ gleichartiger Dinge ein neuer Körper, eine neue Anordnung? Und das ist ja gerade, nicht nur gerade, das ist immer wieder ein aktuelles Thema. Ja, wenn ich an dieses Thema denke, muss ich auch immer an das Buch denken, Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Das ist ja nun schon vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und der wichtigste Gedanke für mich da drin ist, dass sich Menschen als Individuum
anders verhalten als in einer Masse. Da gehen sie auf in einem neuen Körper sozusagen, in dem Körper der Masse und sind da wie eine Zelle in einem Organ und spielen das mit, was die übergeordnete Zentrale sagt. Und da kann nicht jede Zelle ihr eigenes Leben führen, so wie sie das gerne möchte. Ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, das nur so als kleinen Gedankenanstoß. Ich habe also noch ein anderes Bild gemalt, was ein Popkonzert darstellt, also Menschen in einem Popkonzert, aber die sind auch nicht wirklich so deutlich zu erkennen. Das ist sehr stark abstrahiert, das Bild, aber auch sehr bewegt. Wenn ich das aus der heutigen Sicht sehe, hat mich auch damals schon, also nicht nur dieses Phänomen der Masse, irgendwie interessiert, sondern auch die Darstellung einfach von Bewegung im Bild, von Strömungsrichtungen, von Bewegung. Und das hat sich auch bis heute hin nach fast 10 Jahren gehalten in meinem Interesse. Also da habe ich zwar immer wieder andere Bildgegenstände mir vorgenommen, aber das ist so als durchgehende Linie bei mir zu erkennen. Egal, ob es nun was Figürliches ist oder auch was Abstraktes. Ja, okay, also das Bild findest du auf meiner Website unter der Rubrik Menschen. Ich habe es komischerweise da eingeordnet, nicht unter Stillleben, obwohl es ja eigentlich ein Stillleben ist. Ich bin immer wieder erstaunt und auch begeistert, welches Potenzial kreative Tätigkeiten haben. Malerei oder Musik, Literatur, was auch immer man sich da vorstellen kann. Auf jeden Fall bringt es einem selber so viel Klarheit, also es hält einem selber einen Spiegel vor, weil das Unterbewusste direkt zum Ausdruck kommt. In der Außensicht ist natürlich auch nochmal das Potenzial, also Menschen, die kreativen Produkte sozusagen konsumieren, halten einem als Künstler ja auch nochmal den Spiegel vor. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für die Menschen, die Kultur wahrnehmen, eine Chance, Dinge über sich selber zu erfahren. Denn man nimmt ja, wenn man zum Beispiel durch ein Museum geht, manche Bilder gar nicht wahr. Und vor anderen bleibt man stehen. Aber es kann für eine andere Person eben ganz anders sein, ein ganz anderes Bild sein. Und das hängt eben auch ab von dem, was man persönlich bisher erlebt hat. Also von der eigenen Biografie, von der Sozialisation, von so vielen Faktoren. Und das ist, finde ich, immer wieder sehr spannend. Also das ist der große Nutzen kreativer Arbeit, der große Nutzen von Kultur. Es gibt natürlich auch ein Potenzial in anderen Tätigkeiten, die erstmal wenig mit Kreativität zu tun haben. Aber Kultur ist da ein schnellerer und deutlicherer Schlüssel, ist zumindest mein Eindruck. Dank dir erstmal fürs Zuhören, für dein Interesse. Vielleicht bist du neugierig geworden und guckst dir das Bild an. Ja, lässt es auf dich wirken und versuchst mal festzustellen, in welche Richtung das für dich geht. Hat es eher was Lebensbejahendes oder spricht es über den Tod? Oder vielleicht ja auch über beides, weil das eine ja das andere bedingt. Meine Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.